Jetzt kommen wir zum letzten Abschnitt unserer Vorlesung. Es geht hier um Persönlichkeitsstörungen. Persönlichkeitsstörungen sind die Störungen, die wir als chronische Erkrankung unter den psychischen Erkrankungen bezeichnen. So, das bedeutet, in den mehr körperlich bedingten Erkrankungen haben wir auch akute Erkrankungen und chronische Erkrankungen. Und so ähnlich ist es bei Persönlichkeitsstörungen oder bei psychischen Störungen. Das bedeutet also, dass zum Beispiel, wenn jemand eine depressive Episode hat, die für 2 Wochen mit Traurigkeit einhergeht, so jedenfalls laut Definition, dann würde das mehr zu einer akuten Störung passen. Wenn es jetzt aber so etwas ist, dass jemand permanent dystym, also depressiv ist, dann würde man schon davon ausgehen, dass es sich hier um eine chronische Erkrankung im Sinne einer Persönlichkeitsstörung handelt. Welche Prüfungsfrage haben wir? Welche Aussage zum Selbstkonzept trifft hier am ehesten zu? A, das Fremdbild ist meist positiver als das Selbstbild. Das Selbstwertgefühl ist zeitlich wenig stabil. Eine Tendenz zur Selbstüberschätzung ist typisch für narzisstische Persönlichkeitsstörungen. Introspektion ermöglicht den Zugang zum unbewussten Selbst. Selbst- und Fremdwahrnehmung stimmen meist gut überein. Im Unterschied zur Resilienz haben wir auf der anderen Seite des Kontinuums die Vulnerabilität. Und so sehen wir, dass Menschen, die besonders leicht durch äußere Einflüsse seelisch zu verletzen sind, als besonders vulnerabel bezeichnet werden. Auch hier wird eine genetische Grundlage diskutiert, sodass man davon ausgeht, dass Menschen, die die genetische Voraussetzung haben, in einem bestimmten Umfeld sich befinden und bestimmte Reaktionsweisen, Gedanken und Gefühle aufweisen, ein hohes Risiko haben, eine Persönlichkeitsstörung zu entwickeln. Das heißt, das Ergebnis ist eigentlich, die Persönlichkeitsstörung ist eigentlich das Ergebnis der kontinuierlichen Wechselwirkung von Genen, Verhalten und Umwelt. So definiert das ICD-10 die Persönlichkeitsstörung als tief verwurzelte, anhaltende Verhaltensmuster, die sich in starren Reaktionen auf unterschiedliche persönliche und soziale Lebenslagen zeigen. Sie verkörpern gegenüber der Mehrheit der betreffenden Bevölkerung deutlich Abweichungen im Wahrnehmen, Denken, Fühlen und in den Beziehungen zu anderen. Solche Verhaltensmuster sind meistens stabil und beziehen sich auf vielfältige Bereiche des Verhaltens und der psychologischen Funktionen. Häufig gehen sie mit einem unterschiedlichen Ausmaß persönlichen Leidens und gestörter sozialer Funktionsfähigkeit einher. Welche Persönlichkeitsstörungen unterscheiden wir nun? Wir haben hier 3 Typen. Der erste Typ ist sonderbar exzentrisch. Dazu gehören vor allen Dingen die paranoiden Persönlichkeitsstörungen. Das heißt also Menschen, die der Auffassung sind, dass sie ausspioniert werden, dass sie verfolgt werden. Und die Störung geht dann, also bleibt nicht nur bei diesem Gedanken, sondern geht dann auch so weit, dass bestimmte Vorsorgemaßnahmen, also bestimmte Verhaltensweisen passieren, um eben sich vor dieser potenziellen Bedrohung zu schützen. Eine weitere Persönlichkeitsstörung, die zu sonderbar exzentrisch gehört, ist die schizoide Persönlichkeitsstörung. Bei der schizoiden Persönlichkeitsstörung können Sie sich einen Menschen vorstellen, wenn man an ihn herantritt, um mit ihm irgendwas zu besprechen, legt er Wert darauf, dass mindestens 2 Meter Abstand zwischen ihm und dem anderen Gesprächspartner ist. Er vermeidet jeglichen Augenkontakt. Man weiß nicht richtig, ob er zugehört hat oder ob er verstanden hat, was man ihm versucht hat zu sagen. Und ist dann doch einigermaßen erstaunt, wenn man doch alle möglichen Dinge erledigt sieht, wo man gar nicht für möglich gehalten hätte, dass er das sozusagen überhaupt verstanden hat, weil er eben dieses hochdistanzierte Verhalten zeigte und eben jeden sozialen Kontakt de facto vermieden hat. Die schizotypische Persönlichkeitsstörung dagegen ist eine Persönlichkeitsstörung, wo man vielleicht davon ausgehen könnte, dass die Menschen also zu viel an Fantasie vielleicht besitzen. Also solche Beispiele, dass einer Frau einen Vogel irgendwo auf dem Balkon sitzen sieht und dann eben halt anfängt zu überlegen und darüber nachzudenken, und zwar lange darüber nachzudenken,
was der Vogel ihr wohl sagen würde. Ja. So, also Sie merken schon, diese Beschreibungen sind schwer einführbar und das ist eigentlich eines der Hauptkriterien für Persönlichkeitsstörungen, dass wenn man sich sicher ist, dass man relativ gesund ist, doch Schwierigkeiten hat, diese Störungen einzuführen. Im Unterschied zu den akuten psychischen Störungen, wenn jemand eine Angststörung hat oder traurig ist, also eine Depression hat, das ist etwas, was wir gut nachvollziehen können. Aber Persönlichkeitsstörungen sind schwer nachvollziehbar. Und aus diesem Grund habe ich es jetzt auch vermieden, die genauen Klassifikationskriterien, die Sie im ICD-10 finden, hier aufzulisten, auch um keinen Suggestiveffekt zu provozieren, weil jetzt in dem Moment es ziemlich schwierig ist zu verstehen, was hinter den einzelnen Kriterien stecken würde. Und deswegen denke ich, es ist das Günstige, wenn ich Ihnen klinische Beispiele bringe, wie so diese Menschen agieren oder wie sie auch auf andere wirken. So, das ist wie gesagt dieses sonderbar exzentrische Cluster mit paranoider, schizoider und schizotypischer Persönlichkeitsstörung. Ein weiteres Cluster ist die ängstlich vermeidende, ist das ängstlich vermeidende Cluster. Dazu gehört die anancastische Persönlichkeitsstörung. Sie haben ja sicherlich schon davon gehört, dass manche Menschen einen Waschzwang haben oder einige Male zurückgehen müssen und gucken müssen, ob sie wirklich die Haustür abgeschlossen haben. Bei der anancastischen Persönlichkeitsstörung geht es über diese Handlung so weit hinaus, dass es das eigentliche Leben wirklich beeinträchtigt, in dem Sinne, dass die Menschen, um dem Zwang nachzugehen, nicht mehr in der Lage sind, überhaupt noch arbeitsfähig zu sein. Ich kann mich erinnern an einen Patienten, den wir interviewen wollten. Die Psychologie hat dort ein sogenanntes strukturiertes klinisches Interview, das geht eins und zwei. Und wir nehmen diese Gespräche auf, auch um sich und damit man sich das selber dann nochmal ansehen kann. Und der Patient bestand darauf, dass nur der Ton aufgenommen wird und nicht das Bild. Computer, an denen man sonst das Bild sehen konnte, waren im Nebenraum und unsere Facharztkandidatin, die also diese strukturierte klinische Interview durchführte, hat also beobachtet oder musste beobachten, wie der Patient alle 5 Minuten rauslief, um nachzusehen, ob eben tatsächlich auf den Computern auch kein Bild zu sehen ist. Das heißt, auch wenn wir ihn mehrfach versichert haben, dass wir das nicht aufnehmen, konnte er das also nicht glauben und entwickelte also diese Zwangshandlung, immer wieder nachzusehen. Was also dann bedeutete, dass aus einem Interview, was in einer kurzen Version 2 Stunden dauert, dreimal 4 Stunden wurden. Ja? Also das heißt, da ist wirklich ein ganz hoher Leidensdruck aufgrund dieser Zwangshandlung, wo die Menschen schon wissen, dass das also alles andere als gesund ist, aber zugleich auch wissen, dass sie diesen Zwang nicht kontrollieren können. So, dann gibt es die ängstlich vermeidende Persönlichkeitsstörung. Das sind also Menschen, wo es also über die normale Angst oder auch Prüfungsangst oder Phobie vor Höhen oder so weit hinausgeht und wo eben die Angst das gesamte Leben betrifft. Ich erinnere mich an ein Beispiel einer Patientin, die auch wegen chronischer Schmerzen ursprünglich zu uns kam, was aber nicht bedeutet, dass die chronischen Schmerzpatienten alle Persönlichkeitsstörungen haben. Das ist da also relativ selten, sind nur, wenn nur bei 6 bis 8% angegeben, ja. Also vergleichbar zu dem, was in der Normalbevölkerung auch sonst an Persönlichkeitsstörungen angegeben wird. Und diese Patientin, die musste die Therapie abbrechen, weil sie eine Aufgabe, die wir mit ihr dort besprechen wollten, nicht erfüllen konnte, die ihnen wahrscheinlich sehr simpel erscheint. Und zwar ging es um Folgendes: Sie hatte eine starke Erschöpfung, weil sie neben ihrer Arbeit jeden Tag noch 8 Stunden bei ihrer Mutter im Pflegeheim war. Auf die Frage hin, ob man das vielleicht verkürzen könnte auf 7,5 Stunden, um es dann immer weiter runter zu reduzieren. Also sagte sie, ja, sie will das versuchen. Und dann probierte sie das mit 7,5 Stunden, entwickelte so massive Schuldgefühle und daraus war auch basierend Ängste, dass sie die Therapie abbrach. Ja. So, also das sind solche Kategorien, wo man also dann
sicherlich werden Sie das jetzt bemerken an diesen Beispielen, Schwierigkeiten hat, das nachzuvollziehen. Ne? Was dahinter stand, war ein fürchterlich ambivalenter Konflikt, dass sie also in ihrer Kindheit oft erlebt hat, dass die Mutter den Zwillingsbruder besonders mit Aufmerksamkeit bedachte und ihr eigentlich sehr häufig missachtend gegenüber trat, beziehungsweise wenn ein kleiner Fehler, was nun mal Kindern passiert, wenn irgendwas runterfällt oder so, passierte, dass sie dann mit Liebesentzug, also mit Deprivation bestraft wurde. Das heißt, man redete mit ihr nicht mehr für mehrere Wochen. Ja? So, und jetzt in dem Moment, wo die Mutter im Pflegeheim dement war, hatte sie irgendwie diese Idee, sie könnte ihrer, wie sie selbst sagte, Gier nach Liebe nachkommen und diese irgendwie wiederfinden. Und für sich selber konnte sie nicht akzeptieren, dass das, was in den Bereich der Kindheit gehörte, längst vorbei war. Ja? So, und in dem Moment, wo wir also mit ihr reden wollten, statt 8, 7,5 Stunden, was ich immer noch viel finde pro Tag, denn die Frau hatte schließlich auch Familie und selbst 2 kleine Kinder, war sie nicht in der Lage, diese Aufgabe zu erfüllen. Eine weitere Form ist die abhängige Persönlichkeitsstörung. Das, was ich eben beschrieben hatte, hatte auch abhängige Akzente von der Mutter. Aber das ist eine Sache, die also sehr häufig auftritt. Es ist ganz selten, dass einer nur eine Persönlichkeitsstörung hat, sondern wenn, dann treten die auch in Kombination auf, weil die ja auch ineinander übergehen. Ja. Ein anderes Beispiel für eine abhängige Persönlichkeitsstörung, was ein bisschen von der Definition der Persönlichkeitsstörung abweicht, das ist eine Frau, die eigentlich so erscheint, dass sie voll im Leben steht, arbeitet im Forschungsbereich, hat also eine gute berufliche Entwicklung gemacht. Und hatte das Problem oder hatte das Problem, ja, dass sie einen Partner hatte, der sehr schwer gestört war und der sie und ihre Kinder schlug und misshandelte. Und trotz mehrfacher Therapiemöglichkeiten war es ihr zu dem damaligen Zeitpunkt nicht möglich, sich von diesem Partner zu trennen. Wir bezeichnen, wenn es so einen massiven Unterschied zu all den anderen Lebensbereichen gibt, das ausnahmsweise dann auch als Persönlichkeitsstörung, weil das ja das Leben, also das persönliche Leben, das familiäre Leben und auch das Leben der Kinder negativ beeinflusst hat.